I read about you in the paper. Lies, mostly. Guess it don't really matter, though. I done enough. You're Billy the Kid. My father's beaten my mother to death. Bill! You killed my brother! Lay low with me a while. He'll take us with you. How long you been sheriff now? 2 weeks. Don't I feel special? Oh, Lord, heaven knows we belong way down below. Billy, Billy! When they start writing about you, it means you're already dead. All of a sudden, I'm enemy number one. There are families in this town hurt by this man's crimes. Weapons! All the same to you, Pat. I'm fine right here. We just want Bonnie. And come and get him. Did you think you could run from me? No one has to die today. Well, ain't that one of life's harsh realities? Now hold on, one more step and it will be your last! You really think I'm like you? I know it is my lucky day. Wonderful. What do you think I'd do? You hurt one hair on his head. I'm taking my nephew with me. Every single one of these people's gonna tell the tale of how you ran. They know it's not true. It doesn't matter what's true. It matters the story they tell when you're gone. Ich brauche einen Mann mit Ihren Fähigkeiten. Ich bin nicht käuflich. Ich bin vereidigter Leutnant. Wir brauchen Ihre Hilfe. Wir sind anständige Leute, die aus ihren Häusern vertrieben werden. Kaltblütig abgeschlachtet. Sie sinnen also nach Rache? Ich sinne nach Gerechtigkeit. Aber ich nehme auch Rache. Wir suchen Männer für einen Auftrag. Ist er schwer? Unmöglich. Ich brauche ein paar mehr, die uns helfen zu kämpfen. Wie viele hast du bis jetzt? Gestattet, dass ich euch was zeige. Ich glaube, der Bär da trägt Menschenkleidung. Ich sehe, wir freunden uns an. Was für ein Trupp von Straßenkötern. Sag deinem Boss, wenn er die Stadt will, soll er zu mir kommen. Wieso kämpfen Sie für andere? Das ist nicht Ihr Kampf. Diese Menschen verdienen ihr Leben zurück. Schieß verdammt nochmal! Schätze, der Totengräber macht bei dieser Sache ein gutes Geschäft. Es wird kein gutes Ende nehmen. Ihr müsst kassen, worauf ihr schießt! Wie viele Männer sagst du? Soll ich ehrlich sein? Ich habe schlechte Neuigkeiten. Ich bin nicht Ihr Freund, werde Ihnen nicht helfen. Ich werde Sie brechen. Noch Fragen? Eins will ich unmissverständlich klarstellen. Wenn Sie gedacht haben, uns kommt irgendjemand zu Hilfe, dann haben Sie sich mächtig getäuscht. Jetzt gilt es,
Es gibt sonst niemanden, der sich damit befasst. Es gibt nur uns. Und wir sind dabei zu versagen. Glaubst du die Geschichte? Osama bin Laden? Ja. Was macht dich so sicher? Ihre Überzeugung. Wenn Sie recht haben, wird die ganze Welt dabei sein wollen. Sie werden ihn niemals finden. Er ist für immer verschwunden. Mich um ein Date? Sie schien nicht sehr beeindruckt. Wow. Du siehst aber auch nicht übel aus. Ihr zwei seht heute Abend schick aus. Wir haben ein Date. Sehr schön. Hast lange gebraucht, bis du fragst. Und warum hast du dein Leben auf der Erde aufgegeben? Wir gingen an Bord der Avalon mit einem Ziel. 120 Jahre im Hyperschlaf heißt, in einem neuen Jahrhundert auf einem neuen Planeten aufzuwachen. Aber vor einem Jahr änderte sich alles. Hallo? Ist jemand hier? Hallo? Weißt du, was hier vor sich geht? Sonst ist niemand wach. Ich glaube, mit den Schlafkammern ist was schiefgelaufen. Wir sind zu früh aufgewacht. 90 Jahre zu früh. Das ist nicht möglich. Wir müssen wieder einschlafen. Können wir nicht. Aurora, wir lieben dich. Irgendwas stimmt nicht. Ganz gewaltig nicht. Was machen wir jetzt? Vertraust du mir? Das Schiff ist verloren. Ich muss das tun. Nein! Wenn du stirbst, sterbe ich auch! Es gibt was, das ich dir noch sagen muss. Es gibt einen Grund, warum wir zu früh aufgewacht sind. Es geht nicht um Kontrolle. Stehen bleiben. Es ist eine Beziehung. Basierend auf Respekt. Diese Tiere denken, ich will fressen. Ich will jagen. Ich will. Wenigstens eine Sache davon müssten sie doch auch gut finden. Jedes Mal, wenn wir eine neue Attraktion präsentiert haben, stiegen die Besucherzahlen. Das war der Hammer. Die Firma ist der Ansicht, Genmodifikation erhöht den Wow-Faktor. Das sind Saurier, das ist wow genug. Sie sollte größer sein als der T-Rex. Was ist mit ihrer Schwester passiert? Sie hat sie gefressen. Eins der Produkte ist ausgebrochen. Was ist das? Ihr Ortungsimplantat, sie hat es sich rausgerissen. Wie konnte sie das machen? Sie wusste, wo man es hier eingesetzt hat. Oh Gott. Sie tötet zum Vergnügen. Da sind 20.000 Leute. Sie haben keine Boote mehr und nicht genug Waffen.
Wenn wir das tun, dann auf meine Art. Ziel in Sicht. Knallt es ab! Da stimmt was nicht. Die kommunizieren. Wir reden hier von einem Tier. Einem hochintelligenten Tier.